Chaoszimmer jeden Abend aufräumen. Chaoszimmer. Mit K. Mach ich. Und danach einen Deutschkurs. Hallöchen, hier ist die Jenny. Komm einfach mal rein und bitte die Schuhe ausziehen. Hier sind wir einmal in unserem Kinderzimmer von den Finn Luca. Hallo. Und einmal den Noah Mika, das ist der kleine Knirps. Hier befinden wir uns in unserer Küche, wo wir halt ständig auch kochen tun, regelmäßig, einmal am Tag. Ich mag das ja, wenn es ja aufgeräumt ist. Das hab ich mir schöner vorgestellt, schöner vorgestellt. Das ist einmal mein Freund, der Karas. Na, Schatzi, alles gut? Ja, was machst du denn? Fernsehen gucken, wieder. Guckst du viel Fernsehen, Karas? Nee. Naja, sonst schon ein bisschen, ne? Wir halten uns hier mal dann halt auf, wenn die Kinder im Bett sind. Halt einfach die Zeit genießen, ein bisschen kuscheln, halt was dazugehört. Ja, 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 keine Details bitte. Wer ist denn der eifersüchtigere von euch beiden Betthäschen? Ich glaube, da bist du bestimmt ein bisschen schlimmer. Du bist schlimmer wie ich mit Eifersucht. In mancher Sicht schon. Ja. Auch nur Kleinigkeiten sein. Sobald du an dein Handy rumdaddelst oder so. Mhm. Gut, das Laminat hat nicht gereicht, glaube ich. Für Styling ist keine Zeit. Ah, doch, bei mir schon. Für Styling ist immer Zeit. Chaoszimmer jeden Abend aufräumen. Chaoszimmer. Mit K. Mache ich. Und danach einen Deutschkurs. Ich mag es ein bisschen ordentlicher, nicht so vollgemüllt mit irgendwelchen Sachen. So, mal schauen, was hier drin ist. Das wird alles unten reingeschmissen. Das ist ja unglaublich. Alter. Überall Müll und Dreck, was ist denn hier los? Das soll aber nicht abgewaschen sein, oder? Schön da alles dreckig. Da tropft das Fett runter. Alles schon gelb hier, ekelhaft. Schön da alles dreckig. Das ist ja der Hammer. Die Küche macht schon mal einen sehr dreckigen Eindruck. Die stopfen nicht wirklich in ihrem Bett Kippen, oder? Also das hier finde ich ganz schlimm. Chillzone für Karas. Und Schlafplatz für dich. Also ich glaube, gechillt wird hier nicht, solange ich hier bin. Herzlich willkommen. Wird erstmal aufgeräumt. No. Alter, das ist nicht deren Ernst. Hier ist Müll und alles voller Ekeltiere. Essensreste, alles. Toilettenpapier, eingerolltes. Und dann schön mit einer Wolldecke zugedeckt. Der Chaos ist schon länger arbeitslos. Sorg einfach dafür, dass er auch mal in die Pötten kommt und jetzt Bewerbung schreibt. Und seine ständigen Ausreden auch mal wegbleiben und er da mal was sich tut. Ich trete ihm schon den Arsch, dass er Bewerbung schreibt. Da kannst du davon ausgehen. Der Chaos ist total faul, sorgt dafür, dass er in der Zeit mit den Kindern viel mehr unternimmt. Und du solltest ihn einfach mal ein bisschen mehr in den Arsch treten, dass er das auch macht. So, unsere Beziehung steht schon leicht auf der Kippe, weil er einfach nicht weiß, was ich alles für ihn tue. Und deine Aufgabe wär's, dass Karas mir einen großen Liebesbeweis macht und mir zeigt, dass er mich wirklich liebt. Naja, das werde ich schon irgendwie organisieren, wenn er es dann tut. Hallo, mein Name ist Karas. Ich bin Jessie. Hi, das ist der Finn und das ist der Noah. Der allererste Eindruck, ein sehr unsicherer, junger Vater. Also, ist nicht so mein Geschmack, möchte ich nicht. Und nee. Ich finde die Küche zum Beispiel sehr, sehr dreckig. Muss ich sagen. Den ganzen Abwasch, der da steht. Dann vorm Rohr läuft das Fett runter und so. Ne? Also ja, das habe ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Also ja. Das kann man ja dann wegmachen. Also machst du das denn eigentlich auch im Haushalt oder macht sie das allein? Ja, im Moment wechseln wir uns eigentlich recht ab. Jeder macht mal. Okay. Das sieht eher nämlich aus, als wenn das da keiner macht in der Küche, nee? Muss ich sagen. Ja, ich habe zum Beispiel den Backofen habe ich vorhin gemacht. Ich habe mich in den Backofen reingekriegt. Den hast du sauber gemacht? Ja. Den habe ich gerade angeguckt. Das Gitter und alles ist das richtig eklig. Ja, dann kriegen wir das hin. Ja. Wow, zusammen. Also ich mach das sauber, ist gar kein Problem. Und was ist mit dem Müll, der auf dem Balkon steht? Der kommt runter in den Keller. Unter einer Wolldecke ist der? Der kommt runter in den Keller. Ich bring jetzt die Kiddies ins Bett und du kannst deine Sachen auspacken. Alles klar. Ich selber habe das letzte Mal sauber gemacht vor einer Woche hier ungefähr. Ich selber und sie hat dann... Das ist alles von einer Woche? Das nicht. Nein, da gebe ich dir recht. Nein. Das hier, das Geschirr auch, alles von vor einer Woche? Nee, das hat sie als letztes benutzt. Ich war ja nicht da. Zwei oder drei Tage war ich nicht da. Das hat sie selber benutzt und hat dann auch selber den Abwasch gemacht.
Und hat es wohl also dann nicht weg. Abgewaschen. Danny hat das abgewaschen und hat es so stehen gelassen. Hat aber so weggeräumt. Richtig sauber gemacht hat noch nie einer von euch, oder? Nein, siehst du, noch nicht richtig dann. Dann machen wir das doch heute mal, oder? Ja, das wäre. Also du. Ich bin auch ein bisschen angepisst auf die Jenny. Einige Zeit haben wir es hingekriegt, dass wir es ausräumen. Und ja, jetzt ist es wieder so, jetzt wird wieder geschludert, jetzt wird es nicht mehr ausgeräumt im Moment. Sogar das Abzugsrohr bekommt sein Fett weg. Ich glaube, ich nehme das ab und lege das in die Badewanne und mache das da schnell sauber. Guck mal, wie das aussieht. Okay. Geh mal weg. Dann habe ich es gleich vernünftig. Und dann haben wir die Sachen gegessen. Mhm. Ja? Wie weit bist denn du jetzt? Jetzt sind ungefähr anderthalb Stunden quasi um. Bist du soweit fertig, oder? Ich habe das jetzt gemacht, habe hier abgewischt, muss das jetzt noch wegräumen. Ja, ich muss nur noch das hier oben machen. Ja, und die also Schränke. Bist du noch lange nicht fertig? Gewesen. Nein, noch nicht ganz, nein. Ich will es ja vernünftig haben. Darf ich dich mal fragen, wie das so weit kommen kann, dass man nach anderthalb Stunden nur abgewaschen hat? Beforderst du mich gerade mit ein bisschen. Ja, ich versuche es schon so schnell wie möglich zu machen. Aber Danny sagt ja auch in der Videobotschaft zum Beispiel, dass du faul bist, dass du ihr nicht hilfst. Ja, und du hast für alles irgendwie auch eine Ausrede. Du sagst ja jetzt immer, ich mach's gerne, sagst du zu mir, ich ja, sehe das wenn die jetzt, dann auch so, jetzt machen wir das so. Das sind Situationen, da tut sie anfangen zu sticheln und so. Und dann sage ich zu ihr, dann lass mich in Ruhe, dann mache ich lieber gar nichts mehr. Ihr könntet den ganzen Tag die Wohnung putzen, von oben bis unten. Tauschmutter Jessie hat nach der letzten Konfrontation mit Karas das Bedürfnis ihrer Kontrahentin, die Meinung zu sagen. Für sie steht fest, nicht nur Karas ist faul. Hallo, ich muss sagen, dass ich sehr überrascht war, als ich in deine Wohnung kam. So viel Schmutz auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Wurde deine Küche jemals geputzt? Du hast mir die Aufgabe gegeben, dem Karas mal in den Hintern zu treten, weil er hier nichts tut. Hier sieht es allerdings so aus, als würde hier keiner von euch beiden etwas tun. Ich bin gerade ein bisschen baff. Sie kennt mich ja gar nicht und das ist halt dann auch schon eine Frechheit zu sagen, dass ich nichts tue. Meine Wohnung ist nicht die sauberste, aber zu viel Schmutz ist übertrieben. Zudem kommt es, dass wir nicht gerade die neueste Küche haben. Und zum Thema, ich will hier nichts tun, ich mache viel genug, um alles super hinzubekommen. Da muss ich mir das nicht von einer fremden Frau sagen lassen. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde es lächerlich, vielleicht macht sich mit viel mit den Kindern draußen, das kann ja alles sein. Aber ich denke mal, dass jeder sieht, dass hier nichts gemacht wird. Auch alte Sachen kann man pflegen und sauber halten. Du sagst mir, Karas sei faul. Karas sagt dasselbe von dir. Mein Eindruck von eurem Zusammenleben ist, dass ihr beide faul seid. Da die Beziehung eh schon auf der Kippe steht, finde ich das auch eine Frechheit, dass er sagt, dass ich faul bin. Das tut ein Herz, wie er mich gerade darstellt. Überrascht dich das oder verhält sich dein Freund eigentlich eher wie immer? Wie immer eigentlich. Und ich merke es jetzt erst richtig, wie hinterhältig mein Freund überhaupt gegen mir über ist. Ich würde ihn am liebsten eiskalt rausschmeißen. Werde ich eiskalt machen, wenn ich zu Hause bin. Denk mal, dass es echt vorbei ist endgültig. Setz dich mal. Ich wollte mal mit dir was besprechen. Ja, natürlich. Und zwar ist ja eine meiner Aufgaben von der Jenny, dass ich mit dir Bewerbung schreibe. Ja. Und jetzt wollte ich mal überhaupt fragen, was hast du überhaupt so gemacht? Schule wahrscheinlich ganz normal? Schule, Hauptschulabschluss ganz normal. Und Ausbildung schon? Maler, Lackierer fertig gemacht. Und hast du schon mal irgendwelche Bewerbungsunterlagen, was du schon mal geschrieben hast? Das weiß ich gar nicht genau. Ich muss mal in meine Unterlagen gucken. Weiß ich nicht mehr genau. Schau doch mal kurz nach. Die letzte habe ich geschrieben vor im letzten Jahr. Und dann sollten vom Arbeitsamt Maßnahmen gemacht werden. Da ist aber bis jetzt nichts passiert. Und am 1. habe ich noch mal einen Termin beim Arbeitsamt, wie das jetzt genau ist, wegen Bewerbungen schreiben. Der ist 25 Jahre alt, hat zwei Kinder, eine Familie und schaukelt sich hier auf gut Deutsch gesagt die Eier auf dem Sofa. Wir haben auch unten im Keller noch einen Ordner, wo wir Kartons, wo wir Papierkram reingepackt haben. Vielleicht okay, aber es ist ja ein aktuelles Thema, ne? Dann frage ich mich natürlich, warum packst du das A in den Keller? Warum wurde B keine Bewerbung mehr geschrieben? Du bist ja jetzt noch jung. Also du könntest ja jetzt noch locker Arbeit finden eigentlich, wenn man sich ein bisschen dahinter klemmt. Mhm. Und das grenzt dann bei mir eigentlich nur an Faulheit, dass du nicht arbeitest. Eine Bewerbung schreiben kannst du aber. Ja, kann ich. Okay, dann machen wir das mal. Ich habe einen Laptop dabei. Ich guck mir das mal an, wie du so eine Bewerbung schreibst. Wir denken uns mal eine Adresse aus. Du schreibst das jetzt alleine, aber du kennst das ja schon. Du hast ja schon eine Bewerbung geschrieben, hast du ja gesagt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber eigentlich fertig. Dann lass ich mal schauen. Ich überlege noch gerade, ob ich da noch was einfügen kann. Aber hier, kannst du trotzdem einmal bitte rüber gucken. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich alles Maler und Lacker bei Ihnen bewerben. So habe ich noch nie eine Bewerbung gesehen. Wenn du so deine letzten Bewerbung geschrieben hast,
Dann ist es kein Wunder, dass du keine Arbeit bekommst, weil hier ist nichts wichtig. Das ist doch keine Bewerbung. 1000 Rechtschreibfehler, schreibst alles untereinander weg, so wie es gerade kommt. Ja, keiner, der Bewerbung schreiben kann, wird sowas hier hinschreiben. Ich habe keine Lust mehr und dafür ist das Thema für mich. Genau das ist es. Einfach für mich durch und ich möchte dafür nicht mehr reden. Und gut, dann sage ich dir noch eins dazu und dann brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Du bist 25 Jahre alt und lebst vom Geld, was dir andere Leute in den Arsch schieben, weil du keinen Bock hast zu arbeiten und dich zu bewerben. Von meinem Geld haben sie auch gelebt, wo ich arbeiten war. Aber du egal, ich möchte nicht arbeiten. Ja, war ich nicht. Ich gehe jetzt. War ich nicht. Natürlich war ich schon arbeiten. Aber ist ja egal. Man sieht nur das, du was man sieht. Du lebst von dem Geld, was andere Leute dir bezahlen. Mia, Mia, ich möchte auch jetzt nicht mehr. Ich möchte heute gar nicht mehr. Jesse stellt sich ihrer Aufgabe, Karas in den Hintern zu treten. Denn er soll mehr mit den Kindern unternehmen. Losgegangen ist er schon mal. Noah, komm mal hier. Nein, da kommen Autos hinter dir. Zack, hier musst du lang gehen. Guck. Dein Sohn läuft weg. Finn, bleibst du hier bitte? Gehst du oft mit denen alleine los? Ja, wenn ich dazu komme, ich gehe eigentlich gerne mit denen raus. Ja, auch alleine. Ich muss ihn ja auch den Großen abholen, dann kann ich den Kleinen mal mitnehmen. Ja, aber machst du das oft? Ja. Und ist das dann immer so wie jetzt gerade, dass du die so weit auseinanderrennen lässt und er alleine hier rumrennt und er dahin rumrennt? Ja, normal hört er eigentlich, aber heute. Ach so. Ja, dann komm her. Ja. Ja, komm. Geht Finn jetzt alleine rutschen? Manchmal will er alleine und dann nötet er wiederum, will er nicht alleine. Das ist ganz unterschiedlich. Komm her, wollen wir mal gucken. Nicht, was er will. Ich frage ja nicht nach der Stimmung. Kinder wollen ja immer mal diesmal das, aber was er kann. Komm her, wollen wir mal gucken gehen, ob du rutschen gehen kannst? Ja. Komm her, Noah. Ich glaube, er weiß, dass es unkontrolliert ist, aber er wird es nicht zugeben, weil dann wird ja alles auffliegen, dass er wahrscheinlich nicht so oft was mit denen macht, sonst hätte er sie unter Kontrolle. Möchtest du die denn vielleicht noch mal eincremen, bevor die jetzt hier spielen? Natürlich. Komm her, eincremen. Komm, Hunter. Bei ihm schreien die Kinder sehr viel, aber das liegt halt daran, dass sie ihn A, überhaupt nicht ernst nehmen und B, dass er sich auch den Kindern gegenüber nicht entsprechend verhält. Also er nimmt auch nicht die Vaterrolle ein. Findest du das nicht chaotisch? Man macht das, was die gerne möchten. Ich finde das nicht chaotisch. Aber würdest du sagen, dass die komplett unter Kontrolle, die beiden? Ja, komplett nein. Komplett hat man die nicht. Man kann die nicht 24, das nicht. Aber musst du doch draußen, wenn du mit denen draußen bist? Ja, habe ich ja. Also ich finde es eigentlich ganz entspannt. Aber Jenny gibt mir die Aufgabe. Guck bitte, wie kommt Karas mit den Kindern zurecht? Ich bin dabei gleich. Jetzt komm schon? Ich nicht. Nee, frag dich doch nicht. Man wird gesagt, dass ich mit den Kindern nicht klarkomme. Nein, das ist angegriffen. Ich würde gerade packen und würde dieses ganze Experiment abblasen, weil ich gar keine Lust mehr darauf habe. Dann liegt es ja an dir. Ja, aber ich stelle dir ja nur Fragen. Ich stelle dir ja immer nichts vor. Wenn ich ihm was sage, will er es abbrechen. Er muss sich jetzt bewegen und da hat er einfach keinen Bock drauf. Und dann läuft er wieder weg. Hallo, ich habe die von dir gestellte Aufgabe erledigt. Ich war mit Karas und den Kindern draußen. Es war sehr chaotisch, obwohl er behauptet, dass er total oft mit den Kindern alleine rausgeht und was unternimmt. Macht er wirklich oft alleine was mit den zwei Jungs? Glauben kann ich das leider nicht. Karas geht nicht oft alleine mit beiden Kindern raus, leider. Das kommt nicht so oft vor, da ich das mache. Traurig zu hören, dass Karas es nicht gut hinbekommen hat. So, ich beende jetzt den Chat. Ciao. Okay. Dann bräuchte ich dazu auch, glaube ich, nicht mehr viel sagen, aber es bestätigt ja mein Verdacht, dass Karas gelogen hat und nicht wirklich oft mit den Kindern rausgeht. Die Jenny hat mir ja gesagt, sie hätte mal gerne wieder einen Liebesbeweis von dir. Ja. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal wissen, wie läuft das überhaupt so momentan bei euch in der Beziehung? Das ist nicht so pralle im Moment. Wegen Kleinigkeiten kriegt man sich in die Haare. Und dann sage ich auch, ich möchte lieber gehen, weil das die kleinen Kinder nicht mitkriegen sollen. Hm. Dann tue ich lieber rausgehen. Hm. Und dann bleibe ich lieber erstmal zwei Tage weg. Okay. Meinst du, so ein Liebesbeweis lohnt sich dann aber doch noch für die Beziehung? Also möchtest du gerne mit der Jenny weiter zusammenbleiben, dass du sagst, okay, das lohnt sich? Ja, man steht zu der Frau, mit der man zwei Kinder hat. Also ich liebe sie von ganzem Herzen. Jetzt 5 Jahre mit ihr zusammen, 2 kleine Kinder. Dann denkt man auch nicht, ja, das schmeißt man einfach weg und nimmt die nächstbeste, die jetzt auf der Straße ist. Komm her, du bist jetzt meine Freundin und ich will mit dir zusammen sein. Das kann ich einfach gar nicht, weil ich mit ihr 2 Kinder habe und ich sie einfach von Herzen liebe. Das ist ja meistens nicht so einfach, seine Gefühle so auszudrücken. Denke ich mal, dass es sehr schwierig sein wird für jeden. Deswegen üben wir das dann einfach mit der Selfie-Cam und bei der Aussprache kommt dann ein großer Moment, wo du ihr das dann nochmal direkt sagen kannst. Ja, das hört sich gut an, die Idee mit der Selfie-Cam. Ja, hallo liebe Jenny. Wir sind jetzt fast 5 Jahre zusammen und ja, für mich ist das schwer. Das ist immer hoch, runter. Wir haben viel gemeinsam durchgehalten, sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Dann haben wir so wunderschöne, hübsche 2 kleine Kinder. Wir haben alles, alles durchgestanden. Auf jeden Fall möchte ich dir sagen, dass ich dich wirklich ganz, ganz von ganzem Herzen ganz doll liebe. Und würdest du auch gerne für immer mit ihr zusammenbleiben, mit der Jenny? Ja,
Ich würde gerne für immer mit ihr zusammenbleiben. Das muss man dann bei Menschen erstmal haben, dass man sich wohl geborgen fühlt. Und ja, ich kann sie und die Kinder einfach nicht verlassen. Ich liebe sie einfach. Und ich liebe dich ganz, ganz doll, Jenny, von ganzem Herzen. Du bist einfach die beste Frau, die man haben kann. Ich liebe dich. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, wie viel Gefühl du da reingesteckt hast und dass du das so gezeigt hast. Das können nicht alle Männer. Es ist ja Regeländerung. Ja. Und zwar möchte ich gerne, dass du zum Beispiel die Kinder so ein bisschen an die Hand nimmst und die ein bisschen führst. Und ich würde mal vorschlagen, fang doch einfach mal an, sonst mit denen so ein bisschen hier aufzuräumen. Nimm mal das aus dem Mund. Komm hier, Autos einräumen. Hier, da kannst du dich hinsetzen und deine Autos einräumen. Hier setzt du dich hin. Hier hast du deine Kiste. Du wolltest mich hören. Dann gehe ich jetzt raus. Doch. Ja, dann müsst ihr aufräumen. Du bleibst jetzt hier. Du sollst in deinem Zimmer bleiben und aufräumen. Doch. Doch. Komm mal her. Bist du wieder lieb? Bist du wieder lieb? Ja. Ja, guck mal. Wo kommt der hin? Kannst du mir das zeigen, wo der hinkommt? Wo kommt der hin? Noah, wo kommt der hin? Hier, ja. Super, toll. Da. Und die kommen da rein, ne? Genau, super. Also das drüben jetzt fand ich sehr chaotisch, dass du dich da jetzt nicht so durchsetzt, sondern dass du auch wieder fragst, wollt ihr nicht mehr und so hinterherläufst und so. Muss ich sagen, weil wenn ich mich da jetzt zwischengesetzt habe, während die wirklich hysterisch geschrien haben, haben sie sich ja umgedreht und haben wieder aufgeräumt. Ja, und waren sie ruhig. Auch. Bei und mir auch. Die schreien hysterisch. Du warst weg und hast halt nichts gemacht. Das fand ich ein bisschen doof. Schreien hysterisch. Die sind so. Die sind. Aber die sind ja nur bei dir so. Nein, sie sind 1 und 2 Jahre alt. Ich kann ihnen nicht wie kleine Kinder in ihren Viereck einsperren, die bleibt jetzt da und fertig den ganzen Tag. Also, es geht ja auch das nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, so kommt, du sollst es so durchsetzen mit denen zusammen. Ja, das sind 1- und 2-jährige Kinder. Ja. Und die kannst du dann nicht einspielen und sagen, ihr macht das jetzt. Ich komme 5 Minuten wieder und dann ist das Zimmer picobello aufgeräumt. Das habe ich ja nicht, das habe ich auch nicht erwartet. Ich weiß, so wie ich es gemacht habe, finde ich es eigentlich recht in Ordnung. Und dafür ist für mich dann auch dieses Thema durch. Ich mache das so mit denen, wie ich das für richtig halte. Und für mich ist das einfach durch. Bei mir geht das da jetzt rein, da jetzt raus und ich gehe jetzt. Ja, das ist eine sehr kindische Einstellung. Tschüss. Ich habe das Gefühl, dass hier 3 kleine Kinder leben, aber irgendwie fehlt hier der Vater. Das Experiment Frauentausch neigt sich dem Ende. Hundezüchterin Jessie verlässt die Hütte. Jetzt geht's ab zur finalen Aussprache. Die Kinder hütet derweil eine Bekannte von Karas. So, Karas, lass uns los. Ab nach Hause. Dann lass uns. Macht's gut. Ja. Das ist ja jetzt vorbei. Spiel noch schön. Sagst du tschüss? Mach tschüss. Tschüss, Jessie. Sag tschüss, Jessie. Sag Jessie tschüss. Dann lass uns schnell los. Ja. Tschüss, tschüss. In Bad Münden treffen sich die Tauschmütter zum finalen Schlagabtausch. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir? Hi. Na? Ja. So, ich habe eigentlich nur ein paar Fragen. Warum wohnt ihr so, wie ihr wohnt, mit dem ganzen Müll? Damit du mal weißt, wo ich war. Nur mal so für dich. Nur damit du mal weißt, was ich meine, dass ich jetzt nicht übertreibe, ne? Das Versiffte ist da. Ja, okay. Alles abgeholt. Muss ja gehören, weil das sind 2 erwachsene Menschen mit ja. Kindern. Ja. Wenn die da nicht selber sauber halten oder so, das ist doch. Ich meine, ihr seid zu zweit, warum macht ihr das nicht? Bewerbung wollten wir ja auch schreiben. Da ist er auch weggelaufen. Mit den Kindern ist es auch nicht gut gelaufen. Was ist, mit den Kindern, was ist denn mit den Kindern nicht gut gelaufen? Ja, das hat sie mir geschrieben. Ja, dass der eine auf die Straße gelaufen ist. Ja. Da habe ich aber. Wir sind zusammen. Straße. Ja, nicht auf die Straße. Wir sind zusammen spazieren gegangen. Und dann habe ich gedacht, dass sie Jessie mit aufpasst. Aber sie hat es nicht aufgepasst. Sie ist ja auch eine erwachsene Frau und hat aber nicht mitgeholfen. Wieso? Ich habe doch aber mich gekümmert. Meiner Meinung nach führst du die Kinder einfach nicht. Und du kannst sie nicht erziehen. Und du hast sie auch nicht unter Kontrolle. Warum trennt ihr euch nicht einfach? Vielleicht bist du alleine besser dran und sie mit den Kindern auch. Guck mal, ihr seid beide arbeitslos, arbeitet und ich hab doch keinen Bock. Ihr habt 2 Kinder. Kein ihr Bock. Lebt denen ja, das vor. Wer Bock. Soll denn später kein meine Bock. Rente bezahlen? Deine Kinder kein leben. Bock. Das stimmt. Ihr habt sowieso keinen Bock. Wer habe, Bock hat, Arbeit Bock zu gehen, arbeiten. Der geht arbeiten. Nein. Wer sollen eure Kinder meine Rente bezahlen? Armes Deutschland. Mir tut's echt leid um die Kinder.
Den Kindern geht es gut, auf jeden Fall. Da brauchst du nichts zu sagen. Aber es geht darum, dass ihr den mit eure meinen Kindern brauchst du nichts zu sagen. Schreie nicht an. Ihr lebt von meinen Steuergeldern. Ich gehe für euch arbeiten. Ihr lebt von meinen Steuergeldern. Ja, Assi-Verhalten. Ja, hier. Steckt ihr das hier rein? Alter Schwede, ey. Arrogante Tussi. Oh, ich bin Tussi. Ich bin Barbie. Alter, solche Assis, ne?